Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kurs, in dem wir 3D-Objekte in Blender erstellen, um sie dann nach Unity zu exportieren und so als Spielobjekte einzusetzen. Wir werden dabei wie folgt vorgehen. Zunächst schauen wir uns die Programmoberfläche von Blender an. Blender ist ein sehr mächtiges Tool, aber es ist nicht völlig intuitiv zu bedienen. Daher zeige ich dir die wichtigsten Stellen, an denen sich Blender von den meisten anderen Tools unterscheidet. Danach lernst du die Grundelemente der 3D-Modellierung kennen und wir beginnen mit der Umsetzung einer Holztür, die wir auch gleich nach Unity exportieren. Ich habe ein weiteres Kapitel angehängt, in dem ich dir noch mehr Modellierungsverfahren zeige, natürlich ebenfalls wieder an konkreten Beispielen für unsere Unity-Szenerie. Gerade zu Beginn warten viele Fehler und Fallstricke auf jeden, der zum ersten Mal 3D-Modelle baut. Deshalb bespreche ich einige der typischsten Probleme, wie du sie überhaupt erkennst und dann behebst, in einem eigenen Abschnitt. Ein rein weißes Modell ist in den meisten Fällen nicht das, was man am Ende haben möchte. Deshalb schauen wir uns im Kapitel zu Material und Textur an, wie du Fotos oder gezeichnete Strukturen mit deinem Modell verbindest. Auch Sonderfälle wie Glühen und Transparenz schauen wir uns an. Schließlich schauen wir auf das Grundkonzept zur Realisierung von Animationen und auf die wichtigsten Animationsarten, die wir dann teils in Blender, teils direkt in Unity umsetzen. Am Ende wird eine 3D-Szene herauskommen, in der wir statische und animierte Objekte haben, die auf Interaktion reagieren. Die meisten Videos sind Aufnahmen meines Bildschirms, anhand derer du alle Schritte genau nachvollziehen kannst. An ein paar Stellen ist es erforderlich, dass ich auf theoretische Grundlagen eingehe. Das mache ich dann in kurzen Folienvorträgen, in denen ich Illustrationen und konkrete Beispiele verständlich erklären kann. Am Ende des Kurses wirst du also alles wissen, was du brauchst, um Modelle für Spiele zu erstellen. Also fangen wir am besten direkt damit an.